Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte hier den Aufbau eines PCs, eines typischen PCs darstellen. Hier haben wir eine entsprechende Abbildung. Hier haben wir die Hauptplatine eines Gerätes mit den entsprechenden Bauteilen, die sich darauf befinden. Wir haben hier den sogenannten Hauptprozessor, das heißt, es ist vergleichbar mit dem Motor eines Autos. Dann im Prozessorkühler, es entsteht sehr viel Wärme, es ist sehr viel Strom hier in diesem Gerät wird hier benötigt, dadurch entsteht dann entsprechende Wärme. Dann der sogenannte Arbeitsspeicher, also hier werden dann die Dinge, die in das Gerät hineinkommen, die berechnet werden müssen, werden hier gespeichert. Dann hier eine Grafikkarte für die Ausgabe der entsprechenden Signale, zum Beispiel an den Bildschirm. Dann das Netzteil zur Stromversorgung haben wir hier. Mit der Strom aus der Steckdose dann auch in der richtigen Format praktisch im Computer ankommen, braucht man dieses Netzteil. Dann das Festplattenlaufwerk oder eine aktuelle SSD zur Speicherung der entsprechenden Daten. Dann ein optisches Laufwerk, DVD, Blu-ray und so weiter. Laufwerke werden dann eingebaut. Dann der entsprechende Monitor, wie ich vorhin schon erwähnt, zusammen mit der Grafikkarte, dann eine Tastatur und die entsprechende Maus. Wesentlicher Begriff ist die sogenannte Zentraleinheit. Zentraleinheit ist hier dargestellt, besteht aus der CPU, also den Hauptprozess. Ich habe vorhin schon gesagt, es ist der Ort, an dem die Hauptberechnungen durchgeführt werden, vergleichbar mit dem Motor eines Autos, der einen Computer eben hier dann antreibt, ist der Hauptprozessor. Dann die sogenannte Hauptplatine, auch Motherboard genannt, auf dem werden all diese Bereiche, Bestandteile dieser Zentraleinheit dann eingesteckt. Und dann gibt es darüber hinaus natürlich dann auch eine Hardware-Schnittstelle, das heißt, dieses Motherboard wird verbunden mit den restlichen Teilen des Computers und aber auch der Peripheriegeräte. Peripheriegeräte sind dann eben Geräte wie ein Drucker zum Beispiel, die dann außen hier angeschlossen werden. Hier werde ich gleich drauf eingehen. Andere Bestandteile des Computers sind dann zum Beispiel ein eingebautes DVD-Laufwerk, Festplatten, SSD-Laufwerk und so weiter. Habe ich schon erwähnt, dass diese Hardware-Schnittstelle natürlich dann auch die Verbindung zu den Peripheriegeräten dann sicherstellen soll. Das heißt, das, was auf der Hauptplatine berechnet wird und errechnet wird, wird dann zum Beispiel zum Monitor gebracht, zum Drucker. Man reagiert auf die Tastatur, Eingaben der Tastatur. Man kann externe Festplatten einschließen und so weiter. Das heißt hier noch einmal, das hier ist die Zentraleinheit. Und diese Zentraleinheit bildet dann letztlich den Hauptprozessor, der auf der Hauptplatine steckt. Und wird verbunden dann mit den anderen Bestandteilen des Computers, praktisch innerhalb des Computers, des Gehäuses und mit den Peripheriegeräten. Dann haben wir hier auch ein PC-Gehäuse. Das Computergehäuse dient dazu, eben alle Teile eines Computers, wie zum Beispiel diese Hauptplatine und die Festplatten aufzunehmen und diese Teile des Computers dann auch zu schützen vor zum Beispiel Schmutz, Wasser, Elektrizität oder Druck. Dann das PC-Netzteil dient der Stromversorgung des Computers. Wir haben hier jetzt auf der linken Seite ein weitgehend leeres PC-Gehäuse. Hier oben haben wir das Netzteil. Hier kann man das Netzteil unterbringen. Und da werden eben die entsprechenden Dinge dann eben eingesteckt, wie eben auch dieses Motherboard. Hier haben wir nochmal auf der rechten Seite ein bestücktes, weitgehend bestücktes Computergehäuse. Hier haben wir wiederum das Netzteil. Dann haben wir hier diese Hauptplatine. Dann haben wir hier Anschlüsse nach außen hingehend dann. Hier haben wir dann dieses Gebläse, dann, was dann eben dann den Prozessor eben dann kühlen sollte. Und hier haben wir dann Einschubmöglichkeiten, Platz für Laufwerke und für Festplatten, die man dann hier ebenfalls dann einschieben kann. Dann sind wir bei der Hauptplatine, dem sogenannten Mainboard, angelangt. Dieses Mainboard besteht aus einigen Teilen. Ich habe hier nur manche dann hervorgeholt. Man sieht hier einen CPU-Sockel. Also in diesem CPU-Sockel wird dann der Hauptprozess untergebracht, der steckt momentan nicht drin. Und mit einer Schutzklappe kann man dann hier diesen Hauptprozess dann fest dann in diesem Sockel dann befestigen. Dann gibt es Arbeitsspeicher-Steckplätze, das haben wir dann hier herunten. Die werden dann, mit dem dann der RAM untergebracht, der Arbeitsspeicher wird hier eingesteckt. Dann haben wir Steckplätze für weitere Erweiterungskarten, wie zum Beispiel entsprechende TV-Karten, hier zum Beispiel durch entsprechende Schnittstellen, durch entsprechende Möglichkeit, was hineinzustecken, kann man dann eben dann das Mainboard dann erweitern. Dann haben wir dann Anschlüsse an der Frontblende, das heißt im vorderen Bereich kann man dann hier noch Dinge dann hier befestigen, zum Beispiel Hauptschalter, Poweranzeige, Laufwerksanzeige und so weiter, das heißt ein Kabel geht von hier
von diesem Bereich hier dann zur Vorderseite des Computers. Und damit können wir dann Dinge eben am Computer sehen, ob der Computer zum Beispiel eingeschaltet ist. Dann haben wir auf der Rückseite, hier herum, Anschlüsse für weitere Peripheriegeräte wie Maus, Tastatur oder andere USB-Geräte. Dann gibt es dementsprechend dann natürlich nicht nur hintere Anschlüsse, sondern auch wiederum vordere Anschlüsse. Das sehen wir dann wieder hier vorne. Für weitere USB-Geräte wie einen USB-Stick oder Speicherkartenleser und so weiter. Die werden hier wieder eingesteckt und mit dem PC-Gehäuse dann verbunden. Darüber hinaus, habe ich vorhin schon erwähnt, kann man Festplatten, SSDs und andere optische Laufwerke wie DVDs oder Blu-ray-Laufwerke anstecken. Und das ist dann eine Möglichkeit, dass hier zum Beispiel hier dann entsprechend diese Geräte dann zu verknüpfen, zu verbinden, würde man eher sagen. Dann sehen wir die Anschlüsse hinten am Computer. Hier gibt es eine Reihe von Anschlüssen, man nennt diese auch externe Anschlüsse. Diese hinteren Anschlüsse werden auch als Backpanel bezeichnet. Mit Hilfe dieser Anschlüsse können verschiedene Geräte wie Mäuse, Monitor an den Computer angeschlossen werden. Ich gehe mal hier die Reihe durch. Das hier ist ein klassischer PC-Kombi-Anschluss. Da kann man eine Maus oder Tastatur einstecken, violett oder grün. Sie werden auch oft getrennt ausgeführt, das heißt, manchmal hat man hier einen violetten, ähnlich gestalteten Anschluss oder einen grünen Anschluss. Dann haben wir einen einfachen USB-Anschluss hier und hier, wo der Zweier steht. Dann haben wir einen HDMI-Anschluss für zum Beispiel Monitore. Das ist hier diese typische Form des HDMI-Anschlusses. Dann haben wir einen FireWire-Anschluss zum Anschluss zum Beispiel für entsprechende Videokameras. Das sieht man dann hier herum. Dann haben wir einen analogen VGA-Anschluss, ebenfalls für Monitore. Dann einen DVI-Anschluss für Monitore. Also Monitore haben ganz verschiedene Möglichkeiten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Monitor anzuschließen. Und dann hier dann noch siebtens, hier ein Netzwerkanschluss, sogenannter RJ45-Anschluss. Und da kommt dann meistens dann das Kabel rein, mit dem man dann den PC mit dem Netzwerk verbinden kann. Genauer gesagt mit dem Netzwerkkabel, wie wir es hier haben. Und damit über das Netzwerk kommt man dann ins Internet. Dann haben wir noch zum Schluss, achten Sie hier solche Toneingänge, wo eben dann Mikrofone oder Kopfhörer angesteckt werden. Hier wiederum verschiedene Farben. Damit sind wir schon bei diesen analogen Ein- und Ausgängen. Hier etwas genauer. Die, die am meisten benötigt werden von diesen analogen Eingängen, haben auch bestimmte Farben. Rosa ist meistens dann hier der Mikrofoneingang und grün ist dann der Lautsprecher- oder Kopfhörereingang. Also wenn man den Kopfhörer einstecken muss, geht das hier über die grüne Farbe hier, diese Kennzeichnung ist dann grün. Dann haben wir hier, kommen wir hier zu diesem Hauptmotor des Computers, dem Hauptprozessor, der sogenannten Central Processing Unit, abgekürzt CPU. Hier haben wir eine Oberseite eines Prozessors, hier die Unterseite, man sieht die verschiedenen Zugänge, mit denen dann der Prozessor hier in den Sockel eingesteckt wird. Da ist die Halterung noch offen, die wird dann heruntergeklappt, wenn der Prozessor drin ist, damit er sich ja nicht bewegen kann und fest mit dem Mainboard dann verbunden ist. Ja, der Hauptprozessor ist vergleichbar mit dem Motor eines Autos. Und dieser Hauptprozessor führt die Software bzw. die Fehler des Befehle, hoffentlich nicht die Fehler, sondern die Befehle des Computers aus. Die CPU steckt in einem Sockel auf der Hauptplatine und ein besonders wesentlicher Teil der CPU ist dann wiederum vom Aufbau her der Prozessorkern. Und in diesem Prozessorkern finden die wichtigsten Berechnungen statt. Und heutige CPUs haben in der Regel mehrere Prozessorkerne, nicht nur einen. Dann sind wir hier bei der Grafikausgabe. Ich habe vorhin schon die Grafikkarten erwähnt, die dann die Berechnungen, das was man darstellen möchte, dann an den Monitor übertragen. Und diese Anzeige von Grafiken, Fotos und Videos, aber auch Texten, erfolgt am PC entweder eben mit einer integrierten Grafikkarte, Integrated Graphics Processor, IGB-Karte, Kurzform. Das ist ein eigener Grafikchip, der onboard auf der Hauptplatine, dem Motherboard, sich befindet. Das ist also nicht, oder eben auch als Teil des Hauptprozessors. Ist ja in dem Fall keine eigene Karte, keine eigene Erweiterungskarte. Vorteil dieser EGBs sind, dass sie sehr stromsparend sind und deshalb auch in Notebooks eingesetzt werden. Sie sind aber nicht so leistungsfähig wie eine eigene Grafikkarte. Und damit sind wir schon bei der eigenen Grafikkarte. Die ist eine Erweiterungskarte, die dann eben in die Hauptplatine gesteckt wird im Gehäuse. Grafikkarten können unter anderem durch Verwendung von schnellen Prozessoren und Speichern sehr leistungsfähig sein und sind vor allem eine Voraussetzung für die Verwendung in Architekturbüros, aber auch in Computerspielen und bei aufwendigen Simulationen.
Es gibt Grafikkarten in verschiedenen Preisklassen, von zweistelligen Eurobeträgen bis hin zu vierstelligen Euro-Bereich, also können auch mehrere tausend Euro ausmachen. Und sind wir beim Anschluss an das Netzwerk, wie man es vorhin schon bei den Anschlüssen kurz erwähnt. Der Anschluss eines Computers an ein lokales Netzwerk, LAN, und damit dann auch an das Internet, kann durch eben eine Netzwerkkarte oder WLAN-Karte erreicht werden. Beide Karten werden in die Hauptplatine Motherboard gesteckt und die Netzwerkkarte wird eben über so ein LAN-Kabel, man spricht auch von Twisted-Pair-Kabeln, mit RJ45-Steckern, das ist ja diese Schnittstelle, diese RJ45-Schnittstelle, mit dem lokalen Netzwerk, dem LAN, verbunden. Die WLAN-Karte wird dann kabellos per Funk mit dem LAN verbunden, weil man hier ein Kabel verwendet. Eine Antenne soll den Empfang verbessern. Auf modernen Hauptplatinen, Motherboards, gibt es bereits die Möglichkeit eines Netzwerkzugangs per LAN-Kabel und WLAN. Es muss also keine eigene Erweiterungskarte mehr eingesteckt werden, sondern ist schon am Mainboard dann verbaut. Darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit, dass so einen Netzwerkzugang, wenn er nicht vorhanden ist auf der Platine, auf dem Motherboard, auch mit einem USB-Adapter, wie zum Beispiel einem WLAN-Stick, dann zu erweitern. Wir hätten hier so eine Netzwerkkarte mit dem entsprechenden Kabel und hier eine WLAN-Karte oder eben auch schon mittlerweile dann auch einen USB-Stick. Im moderneren Motherboard ist beides dann schon fix verbaut, man braucht also keine eigene WLAN-Karte oder keine eigene Netzwerkkarte mehr. Dann zu Datenspeichern. Es gibt hier SSDs und Festplatten. SSDs sind immer bedeutsamer, die sogenannten Solid State Drives, aber auch Festplatten dienen eben der Speicherung von Daten. Festplatten können momentan im Vergleich mit SSDs größere Datenmengen aufnehmen und Festplatten sind günstiger als diese SSDs. Ein Solid State Drive ist letztlich durch das Fehlen beweglicher Bauteile gegenüber einer Festplatte wesentlich widerstandsfähiger und hat sehr kurze Zugriffszeiten, ist also sehr rasch und erzeugt keine Geräusche. Im Vergleich zu diesen Festplatten sind SSDs aber leider noch teurer. Nun zu den optischen Laufwerken und den Datenträgern, die man da einlegt. Optische Datenträger werden mit Hilfe der Lasertechnik beschrieben und gelesen. CDs, DVDs, Blu-rays sind Beispiele für optische Datenträger, unterscheiden sich unter anderem durch deren Speichermöglichkeiten, Lebensdauer und Art der Datenspeicherung. Sogenannte Brenner können optische Datenträger mit Hilfe der Lasertechnik beschreiben. CDs werden heute hauptsächlich nur noch für die Musikwiedergabe verwendet. DVD und Blu-ray dienen unter anderem der Datensicherung und der Videowiedergabe. Man sieht ja die Rückseiten zweier DVDs und dann kommt da auch die Farbe daher, ist eine Blu-ray-Disc, weil sie eine blaue Farbe hat. Dienen eben dieser Datensicherung und Videowiedergabe. Und hier auf der linken Seite sieht man hier einen klassischen DVD-Brenner, der eben DVDs dann auch beschreiben kann. Dann sind wir bei den Speicherkarten USB-Sticks. Speicherkarten stellen ein verhältnismäßig kleines Speichermedium dar, auf dem unter anderem Videos, Audios, Fotos und aber auch andere beliebige Dateien gespeichert werden können. Es wird die sogenannte Flash-Speichertechnik verwendet, um Daten zu speichern. Speicherkarten werden unter anderem in Digitalkameras, Spielkonsolen und Mobiltelefonen verwendet. In Form von USB-Sticks können Daten mit Hilfe dieser Flash-Speichertechnik leicht transportiert werden. Wir haben hier einen USB-Stick und hier verschiedene Formen von Speicherkarten. Und hier als Maßstabsangabe haben wir hier ein Zündholz. Also man sieht schon, dass sie sehr klein sein können, diese Speicherkarten. Aber auch natürlich der USB-Stick. Jetzt sind wir bei einem Medium, das man heute kaum noch verwendet, das du vielleicht selber noch nie gesehen hast, eine Diskette. Und die enthält magnetisierbare Scheiben, die zur Speicherung von Daten verwendet werden können. Englische Bezeichnung für Diskette ist übrigens Floppy Disk. Es gab seit der erstmaligen Vorstellung der Diskette im Jahr 1969 unterschiedliche Formate von Disketten, die jeweils unterschiedliche Speichermengen aufnehmen konnten. Disketten werden mit Hilfe von Diskettenlaufwerken, sogenannten Floppy Disk Drives, beschrieben und gelesen. Disketten sind verglichen mit modernen Speichermedien sehr fehleranfällig und können nur wenige Daten aufnehmen. Disketten werden heute von PC-Benutzern, Nutzern weitestgehend also nicht mehr eingesetzt. Hier zum Abschluss wieder ein Hinweis zu verwendeten Grafiken in dieser Präsentation und weiterführenden Webseiten. Danke für deine Aufmerksamkeit.